Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Fish Academy. Ich bin Marco. Heute geht es um viele schwierige Verkehrssituationen. Beim Einfahren ja nicht blinken. Das ist hier eindeutig rechts vor links. Jetzt hilft mir der Verkehrsspiegel. Nach links geht's nicht. Ihr müsst hier automatisch rechts abbiegen. Diese weiße Linie, die Fahrbahnrandmarkierung, kennzeichnet das, dass der Untergeordnete. Ich wünsche euch mit dem Video viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt's in die Kommentare. Wir sehen, es kommt ein vorwegweiser Kreisverkehr. Wir fahren weiter Altenburg-Korbusen, also quasi geradeaus oder die zweite raus. Wir sehen, die Vorfahrtsstraße wird beendet. Ich gehe also an die Bremse und sehe Kreisverkehr mit Vorfahrt gewähren. Wichtig ist beim Kreisverkehr, klar, wir schalten zurück, ich gehe jetzt in den zweiten Gang. Beim Einfahren ja nicht blinken. Das wäre direkt ein Fehler. Ich versuche in Fahrt zu bleiben, das klappt auch. Mach Spiegel-Schulterblick und bleib immer in dem Außenring, bloß nicht in dem Innenring. Wir haben Rechtsfahrgebot. Schön den Außenring bleiben. Hier fahren wir raus, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. Fußgänger, Radfahrer, niemand da. Beschleunigen, wir wissen, wir sind außerorts, fahren die Gänge weiter aus, gehen in den dritten Gang. Beschleunigen. Und nehmen bei 80 den vierten, lass mich jetzt aber vom Tempo her wieder fallen, weil hier steht zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Hier sehen wir eine Autobahnauffahrt rechts, links. Wir fahren aber geradeaus. Wenn wir am Autobahnauffahrten vorbeifahren, das heißt also auch, es kommen welche von der Autobahn runtergefahren. Wenn man Autobahn längere Zeit fährt, verliert man immer das Gefühl der Geschwindigkeit. Also was kann das für uns bedeuten? Wir hatten zwar Vorfahrt, so weit, so gut, aber wer die Autobahn verlässt und will in unsere Straße einfahren, die verschätzen sich öfters mit der Geschwindigkeit und fahren dann zu weit rein, nehmen uns die Vorfahrt. Also einfach Auge bleibt wachsam. Ja? So, Spur wieder kontrollieren, Innenspiegel, Außenspiegel, immer mal wieder reinschauen. Man sagt eigentlich, so alle 10 Sekunden sollte man das über die Spiegel machen. Ist aber am Anfang recht schwierig. Aber wenn nicht gleich, wann dann? Wir fahren geradeaus und wenn man gute Augen hat, seht, das muss da ja gewesen sein, sehen wir gleich Ortseingang und wir sehen wieder Verlauf der Vorfahrtsstraße. Wir fahren geradeaus und schön wäre es, ihr würdet hier schon erkennen, dass rechts Vorfahrt hat. Demzufolge gehe ich in den zweiten Gang, schaue nach rechts und es kommt ein Fahrzeug und wir bleiben stehen. Kein Risiko gehen. Denkt dran, wenn ihr eine Vorfahrt geben müsst, Vorfahrt gewähren oder wie sowas rechts vor links. Ich empfehle euch immer zweiter Gang. 20 km/h. Weil wir müssen immer an die Kreuzung laut gesetzgebermäßige Geschwindigkeit uns nähern. So, wir gehen wieder in den zweiten Gang, biegen die nächste rechts ab, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, zweiten Gang Hammer, das passt beim Abbiegen, Spiegel, Schulterblick rechts. Neue Straße, neues Glück. Freiwillig 30 steht hier, da machen wir das doch auch, ja? Jetzt sehen wir hier den Verlauf. Wir müssen jetzt rechts vor links suchen. Das erste ist ein abgesenkter Bordstein bzw. das Privatgrundstück. So etwas bisschen kann man es noch erkennen. Und dann seht ihr, der abgesenkte Bordstein hört auf. Das ist zwar ein anderes, also wir sind auf Asphalt und rechts kommt Kopfsteinpflaster, aber das hat nichts damit zu tun, dass die da untergeordnet sind. Ne? Das ist hier eindeutig rechts vor links. Es ist aber frei. Fahren wir weiter. Was auch gerne falsch gemacht wird, ist hier das nächste. Das ist zwar eine Sackgasse, aber das macht ja nichts. Trotzdem eine Straße von rechts. Das ist eine Regenrinne, kein abgesenkter Bordstein. Demzufolge rechts vor links. Passt auf, dass ihr den Kübel hier nicht mitnehmt. Also immer wieder darauf achten, wenn irgendwelche unerwarteten Hindernisse auf der Fahrbahn sind, dass ihr da ausreichend Abstand habt. Ich folge den Straßenverlauf. Jetzt hilft mir der Verkehrsspiegel. Seht ihr das?
Also da würde man sehen, wenn jetzt da beispielsweise ein LKW oder ein Bus oder gar ein Traktor auf Dörfern hier kommen würde, ich würde das im Spiegel erkennen, da müsste ich hier vielleicht doch mal anhalten oder eben äußerst weit rechts fahren. Ja? Wir sehen aber, im Spiegel ist frei, also kommen wir rum. So, auch hier Torausfahrt, abgesenkter Bordstein, wir haben hier eine Brücke. Parkverbot am rechten Fahrbahnrand war das Verkehrszeichen gerade. Wir biegen nach links ab, Spiegel, Spiegelblinker links. Vorfahrt, kein Verkehrszeichen, da ist rechts vor links. Wir können nicht durch Häuserwände schauen, also gehen wir lieber im ersten Gang. Also immer, wenn man schwer sieht, lieber mal einen Gang zurückschalten. Rechts ist frei, links Kontrolle. Ja? Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, die die Vorfahrt nicht kennen. Nicht, dass man die dann über den Haufen fahren, gerade so Moped-Fahrer. So, wenn wir weit vorausschauend fahren, sehen wir gleich als nächstes hier zweimal das Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt. Ne? Das rote Runde mit dem weißen waagerechten Strich, die lachende Tomate, Verbot der Einfahrt. Wir müssen hier automatisch rechts abbiegen, weil da dürfen wir ja nicht reinfahren. Spiegel, Spiegelblinker, Schulterblick. Jetzt biegen wir nach links ab, Spiegel, Spiegelblinker links, Kupplung treten, erster Gang. Hier nicht täuschen lassen, sind zwei Einbahnstraßen, einmal eine nach rechts und einmal eine nach links. Wir biegen links ab, müssten auf den Gegenverkehr achten. Wenn ihr jetzt aber mal schaut, der Gegenverkehr kommt aus dem abgesenkten Bordstein. Also bin ich ihm übergeordnet, trotz Linksabbieger. Weil wer aus dem abgesenkten Bordstein kommt, ist immer der Letzte, der fährt. Ja? So, wir haben immer noch rechts vor links. Jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite eine Straße von rechts, sehr, sehr schmal, aber trotzdem rechts vor links. Hier kommt natürlich kein Bus lang, ist klar, aber trotzdem gibt es Fahrräder, Mopeds oder ähnliches. Ja, also beachten. Das nächste ist ein abgesenkter Bordstein, also da müssen die uns beachten, wer von dort kommt. Und die nächste nach links, Spiegel, Spiegelblinker links, Schulterblick links und jetzt ist ganz wichtig, links einordnen, weil wir befinden uns ja noch in der Einbahnstraße. Blinker nachsetzen, also immer beim Linksabbiegen so weit wie möglich links einordnen, in einer Einbahnstraße ist das demzufolge ganz links. Wir sehen in die Straße mal reinfahren, steht wieder Einbahnstraße und wir haben noch rechts vor links. Das Problem ist hier, die Straße von rechts sieht man sehr, sehr spät. Dann geht es hier rum und die nächste Straße biegen wir dann rechts ab. Da wo der Straßenname ist, ne? Da geht es rechts weiter, also Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Und wir können, glaube ich, auch schon erkennen, dass das eine sehr, sehr schmale Straße ist. Da kann jemand herkommen, also muss ich mich jetzt bemühen, äußerst weit rechts bleiben, dass der Gegenverkehr auch noch Platz hätte, so wie ich es gerade gemacht habe. Dann haben wir Hindernis, schalten wieder einen zweiten Gang, Hindernis, Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links, ausreichend Seitenabstand halten, hier mindestens einen Meter und dann blinken wir wieder zurück, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts. So, jetzt sehen wir im weiteren Verlauf, wir haben ja immer noch die Vorfahrtsregelung rechts vor links, aber das sind alles abgesenkte Bordsteine. Da sieht man eine Torausfahrt, aber man sieht bis vor zu diesen Vorfahrtgewehren, dass es immer ein abgesenkter Bordstein ist. Apropos Vorfahrtgewehren, wir biegen da links ab. Vorfahrtgewehren nach links, immer daran denken, wir sind Letzter. Wir müssen den Querverkehr beachten. Also rechts und links, deswegen gehe ich auch im ersten Gang, plus dem Gegenverkehr. So, da kommt einer von rechts, da halten wir mal lieber an. Auf der linken Seite parkt ein Auto, das kann natürlich jeden Augenblick losfahren. Immer im Auge halten. Den Gegenverkehr nicht vergessen, obwohl man das am besten sieht. Und beim Rausfahren die Kupplung halten und immer noch mal rechts, links schauen. Und der Schulterblick, zwecks Fußgänger. Gehen hoch im zweiten Gang, beschleunigen und gehen bei 40 circa an den dritten. Gas weg, Kupplung langsam treten, klack, klapp,
Kupplung am Schleifpunkt halten und mit aus. Wenn wir jetzt weit vorausschauend wieder fahren, was wir ja müssen oder sollten, sehen wir so ein Vorfahrtgewehr und unten drunter ein Zusatzschild. Ab jetzt kann man es eigentlich lesen. Stopp in 100 Metern. Hier bitte nicht denken, dass wir jetzt hier gleich den Querverkehr beachten müssen. Das ist in 100 Metern. Also wir haben hier Vorfahrt. Dann kommt hier nochmal eine einmalige Vorfahrt und biegen jetzt nach links ab. Sehen wieder dick vor dünn. Also der von links und der von vorne hat Vorfahrt. Wir gucken aber nicht, ob frei ist. Wir halten an der Haltelinie an, zählen 21, 22, 23 und bitte jetzt erst schauen, ob frei ist. Ich hatte das vorhin schon mal erklärt. Wenn man vorher schaut und es sollte frei sein, neigt man dazu, ohne anzuhalten, die Kreuzung zu überqueren. Das wäre bei Stopp schlecht. Dann kommen wir hier zum nächsten. Was passiert hier oft? Dass hier einfach Gas gegeben wird und wird hier volles Ballett gefahren, weil man denkt, man ist außerorts. Wenn man hier mal rechts rüber schaut, die Felder, das gibt so das Bild wie außerhalb geschlossene Ortschaften. Wir sind aber immer noch in dem Ort Korbusen, das heißt 50 km/h. Jetzt sehen wir auch den Ortsausgang, der steht immer auf der linken Seite. Ich kontrolliere in den Spiegel, Schulterblick, gebe jetzt Gas und die Gänge weiter rausfahren. Jetzt habe ich 80, nehme den vierten Gang. Bei ca. 90 nehme ich den fünften Gang. Und wenn wir Tempo 100 haben, nehme ich den sechsten Gang. So, sechster Gang ist erledigt und die nächste biegen wir schon wieder nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker. Rechts. Wir versuchen die Straße schon zu sehen. Ich bremse ohne Kupplung, also gehe vom Tempo zurück. Beim Abbiegen zweiter Gang, immer zweiter Gang 20 km/h. Nehmen also den zweiten Gang, vor dem Einlenken Spiegel, Schulterblick. Neue Straße, neues Glück. Und wer diese Linie hier rechts am Rand nicht, müssten wir hier die Radfahrer beachten. Ortseingang, da die Linie ist, hat sich das erledigt, das sind die untergeordnet. Haben hier rechts vor links und wie wir sehen, im Moment alles abgesenkter Bordstein. Deswegen können wir auch einen dritten Gang hochschalten, dass wir nicht zu sehr bummeln. Und da wo die Hecke ist, da sieht aus wie eine rechts vor links. Ich gehe an die Bremse, drehe die Kupplung, nehme den zweiten Gang. Kupplung langsam wieder raus und auf rechts aufpassen. Blick wieder nach vorne, beschleunigen und wieder dritter Gang. Schaut immer so weit vor, wie es geht. Also mein Blick ist gerade bei dem Gegenverkehr. Der zweite, der da kommt, und da sehe ich eigentlich immer im Augenwinkel, ob das eine Straße ist oder ein abgesenkter Bordstein. Die nächste biegen wir rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Denkt dran, 20 km/h, zweiter Gang. Kupplung langsam wieder raus, das ist ganz wichtig. Schulterblick, Fußgänger beachten. Warum habe ich gesagt, Kupplung wieder raus? Wenn wir einen zweiten Gang geschalten haben zum Abbiegen und lassen die Kupplung getreten, da brauchen wir nicht einen zweiten Gang schalten, da können wir auch einen Rückwärtsgang schalten. Also nach dem Schalten muss die Kupplung, wenn es geht, immer wieder raus. Das ist ganz wichtig, eingekuppelt. Die nächste wieder rechts, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Wir haben hier rechts vor links, das hat man im Gewerbegebiet allgemein. Gewerbegebiet wird auch immer gedacht, dass hier Zone 30 alles ist. Das ist nicht der Fall. Das ist normal 50 km/h. Und in so einem Gewerbegebiet fahren die Prüfer immer hin, um die Grundfahraufgaben zu machen. Rückwärts nach rechts oder parken oder umkehren. Das machen wir aber alles im Extra-Video. Wir biegen nach links ab. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Rechts hat Vorfahrt. Links, da muss auf uns aufpassen. Ich mache trotzdem mal lieber einen Kontrollblick. Gehe auch im ersten Gang. Weil die Sicht ist nicht so gut, gehe wieder am Schleifpunkt, nochmal gucken, Spiegel, Schulterblick rum, beschleunigen, zweiter Gang. Wenn wir weit vorschauen, sehen wir, da kriegen wir dann da vorne einen Vorfahrt gewähren, bis dahin alles abgesenkter Bordstein. Vielleicht hier nochmal ganz interessant, ich mache mal etwas langsamer. Vor diesem Vorfahrtgewehren, das war mal so vor 2-3 Jahren noch rechts vor links, weil da die weiße Linie rechts noch nicht war. Diese weiße Linie, die Fahrbahnrandmarkierung, kennzeichnet das, dass der untergeordnet ist.
Wir biegen links ab. Ich gehe im ersten Gang. Ist bei Vorfahrtgewehren immer das Klügere. Gehe schon wieder am Schleifpunkt. Kontrolliere nochmal beide Seiten. Spiegel, Schulterblick. Nicht auf die Sperrfläche fahren. Vorfahrtsstraße. Und jetzt richtig Gas geben. Gas weg. Kupplung dritter. Kupplung immer langsam. Denkt dran, ihr seht das. Beschleunigen bis 80. Der vierte Gang. Kupplung langsam. Immer mal kurz so am Schleifpunkt anhalten. Kupplung wieder raus. Und dann nehmen wir den fünften Gang. Der Verkehr vor uns steht schon wieder an der Bremse. Also scheint da irgendwas zu sein. Entweder ein Ort oder ein Hindernis, wie auch immer. Deswegen schalte ich mich erst auf den sechsten Gang hoch. Und da sehen wir es auch, Vorfahrtsstraße bzw. Ortseingang. Ich kann jetzt schon anfangen zu bremsen, das Tempo zu reduzieren. Nehmen den dritten Gang. Da sehen wir auch an der Tafel so ein lachender Smiley in grün. Wir haben unser Tempo. Immer wieder Geschwindigkeit, Lenkradhaltung. Wir brauchen Innenspiegel, Außenspiegel. Die nächste nach links, also wir folgen der Vorfahrtsstraße. Daran denken, abknicken der Vorfahrtsstraße, und da folgen immer den Blinker setzen, Spiegel, Blinker links. Wir schalten in den zweiten, zweiter Gang, ca. 20 km/h, 25 geht auch, aber nicht unbedingt schneller. Und dann sehen wir Ortsausgang. Wir kontrollieren noch mal einen Spiegel, ob uns jemand überholt, schalten hoch und dritten, und bitte daran denken, der Radfahrer, der vor uns ist. Ne? Steht zwar hier 70, das macht jetzt aber keinen Sinn. Ich gehe zurück in den zweiten Gang, so ein Fahrrad fährt vielleicht 25 km/h. Und ich kann im Moment nicht überholen, weil der Gegenverkehr. Es kommen da mehrere Fahrzeuge. Ich schaue natürlich schon in den Innenspiegel, bereite mich vor. Und jetzt nach dem blauen Fahrzeug werde ich es einfach versuchen. Ausreichend Abstand halten, mindestens 1,50 Meter zu Radfahrer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.